Geil. Endlich habe ich was zu tun. Es kommt nicht auf die Los. Größe an, sondern auf die Nein, Macht. Den mal Rest schon. kennt ihr ja schon. Let's run. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam wieder Ja. auferstehen lassen. Wie sieht aus, als würde... Soll ich dir das schicken? Die Ich hab, Herausforderin ja? versucht es noch Boah. einmal. Wenn du so siehst, dass die Miniatur auf dich fällt, denkst du, ich habe keinen Magiker mehr. Kacke. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam wieder auferstehen lassen. Passt auf meinen Schatten. Ich werde euch dort erwarten. So, ich hab den getragen. Absolut. Absolut. Drei Tötungen mit Chaosball, ohne zu sterben. Alles klar. Hoffen wir, dass es diesmal keine so einseitige Angelegenheit wird. Fuck, was ist das für ein Gift? Ich habe jetzt schon 10 Feinde in der Nachtwing getötet. Werde ich euren Leichnam wieder auferstehen. Was ist das? Passt auf meinen Schatten. Die Idee macht so viel mehr Spaß in den Schlachtfeldern. Ich. Brauche nur mehr Ausdauer irgendwie. Jetzt, wenn ihr auf PvP macht, geht ihr dann mehr auf Ausdauer. Auf jeden Fall Ausdauerregeneration wohl. Das macht mich nur noch wütender. Es gibt nichts Schöneres als ein blutiges Leute, ich habe 17 Todesstöße. Ungefähr 10 mehr wie der Beste. Was läuft hier falsch?
Ring getreten. Aber. Wenn diese Wand zu Ende bricht, dann macht er wieder nach 3 Sekunden ungefähr so einen Wurf. Den Blocksplatz hier oben. Oh, die sind so doof. Aber genau so machst du es. Mit dem Boden da nach vorhin auf diesem Weg, damit er schon tot ist, der stirbt direkt. Nein! Oh nein! Schade, ja Mann. Das war gemein, dass du bei dem einen da irgendwo hängen geblieben bist. Schade. Mach immer rechts, links. Merk dir, du kannst immer an der Außenkante so von diesen Flupperblasen ablegen. Immer rechts, links. Viel Flugfeldschmiede. Nur in kleiner. Und dann kannst du auch ein bisschen weiter höher gucken, vom Winkel her. Ja? Dem wissen. Und hast ihn immer im Auge und das Ding im Auge, den Kristall. Im Winkel ein bisschen da vom Sicht. Sehr, sehr gut aus. Jetzt zu einem neuen Versuch. Wir waren 3 zu 4 zu 4 Unterlage.
erwartet. Und die Herausforderin kehrt für einen neuen Versuch zurück. Er meint bitte?
Hallo, ja. Ja. Hoffen wir, dass es diesmal keine so einseitige Angelegenheit wird. Ich weiß nicht, Olli meinte gerade, er ist woanders und sonst keine Ahnung. Wahrscheinlich im Raid oder so. Ihr könnt sterben. Wir geht. Passt auf meinen Schatten auf. Ich werde euch dort erwarten. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam. Nun zeige ich euch meine wahre Macht.
meinem Schatten auf. Ich werde euch doch erwarten. Ich verstehe es nicht. Im PvP habe ich gerade so viel gerettet und so viel gemacht, aber so gut wie 0 Punkte. Ich habe 25 Todesstöße. Der zweite ist seit 14. Sind die denn alle? Dass es diesmal keine Was? So einseitige Angelegenheit wird. Jetzt gibt mir 7,5 Sekunden lang 40%, dass ich schneller laufen kann. Tut das auf jeden Fall hier um einiges vereinfachen und ja, es geht einfach schneller.
Ihr seht, die drei Kristalle sind schon kaputt, der Boss schlägt dann einen runter. Und wichtig ist jetzt hier, habt ihr den Heiler zu Beginn nicht getötet, ist er noch da, der Deathrot weg, der Heiler nicht. Wichtig, ihr Boss muss sofort unterbrochen werden, wenn er runterkommt, macht gleich sein Move. Hier der Heiler ist zum Glück schon tot, deswegen kann ich mich auf den Boss, Blitzfeld wichtig, und auf diesen Nekromanten, wie in der vierten Runde beschwört er diesen riesen Skelett. Wichtig, darf nicht passieren, und ganz wichtig sind die goldenen Geister, weil hat der Boss drei Stück, macht seine übelste Ulti, richtig fett Damage, der macht da so einen Wirbelwind aus Magieschaden. Ich habe es mal überlebt mit Defense Power-Up, ganze Zeit geschildert, der Boss bekommt dann auch nochmal Leben dazu. Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass das nicht passiert, kann natürlich vorkommen bei den ersten Runs. Mit der Zeit hat man das dann raus. Wichtig, die drei Geister in die Luft sprengen, wenn der Deathrot da ist, und dann, ja, kriegt er mehr Schaden, ist gestunt, kann nichts machen, noch schnell auf den Nekromanten. Nächster goldener Geist einsammeln. Wichtig ist hier immer das Blitzfeld runter zu machen. Ich weiß nicht, in diesem Run habe ich es irgendwie nicht gemacht oder seltener, hat immer gedauert. Ist aber sehr, sehr wichtig, dass immer unter dem Boss das Blitzfeld ist und er steht halt die ganze Zeit runter und kriegt einfach die ganze Zeit Schaden von dem Ding. Wichtig, hier wieder unterbrechen, das macht ordentlich Schaden. Und ja, hier wieder schön ausweichen und dann auf den Nekromanten. Aber er ist schon ziemlich dicht, dann nimmt man einfach kurz die Ulti, wenn man noch hat. Und bläst ihn kurz weg, drei goldene Geister, der Boss hat immer noch nichts gekriegt, richtig gute Runde, der Aethrod draußen ist gestunt, dann einmal schön Ulti draufhauen, ja, der Boss ist fast tot, ein bisschen Ulti auf den Boss und dann noch schön finishen. Und ja, das war jetzt hier schon der Bosskampf, ihr seht, es geht richtig schnell, ich musste hier schnell kommentieren, dass ihr alles mitkriegt. Wir sehen jetzt hier gleich noch die Punktzahl, wie ich abgeschlossen habe. Und wichtig ist, wie gesagt, ihr müsst hier die Ruhe bewahren, auch wenn ihr jetzt hier so schnell geredet habt. Ja, was gibt's hier noch zu sagen? Ich hoffe, das Video... Willkommen für euch vorbereitet. Nachdem ich euch den Mut getan habe, werde ich euren
Leichnam wieder auferstehen lassen. Zu setzen. Dass es diesmal keine so einseitige Angelegenheit wird. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam wieder auferstehen. Nun zeige ich euch meine wahre Macht. Ich habe so etwas noch nie gesehen.
sie ja schon. Ich erschwöre euren Tod. Heilt mich! Was sind denn Ranglistenpunkte? Ranglistenpunkte sind die Punkte, die du brauchst, um zum Kaiser zu werden, glaube ich. Ja, aber die kriegt man doch nicht im Schlachtfeld. Nee, dann hat das damit nichts zu tun, dann keine Ahnung.
mir, dass es diesmal keine so einseitige Angelegenheit wird. Na, ich glaube, ich bin jetzt erstmal raus für euch. YouTube. Ihr seid in den Ring getreten. Wir haben ein riesiges Willkommen für euch vorbereitet. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam wieder auferstehen lassen. Ach, du hast es geschafft. Nun zeige ich euch meine wahre Ich weiß aber auch nicht, was wir machen muss eigentlich. Wie sehr aus der Zerrate der Verzweiflung. Boah, ich komme ungefähr eine Minute zu spät. Ich höre mich ja im Video und es ist ja dann ungefähr eine Minute später als ich. Jetzt bist du damit tot. Nun zeige ich euch meine wahre Macht.
ich euch meine wahre Hängt. Ihr könnt sterben. Ihr Dätra lebt ewig. Passt auf meinen Schatten auf. Ich werde euch dort erwarten. Naja, wünsche ich dir noch viel Glück und ich bin raus. Morgen hast du es geschafft. Disconnected from your channel. Zu einem neuen Versuch.